Es ist ein Rückschlag für die ukrainische Armee im Kampf gegen die russischen Invasoren. Der neue Oberbefehlshaber der Armee, Syrsky, hat den Befehl gegeben, sich aus Avdiivka zurückzuziehen. Die Stadt im Donbass ist seit Monaten schwer umkämpft. Zuletzt konnten die russischen Truppen dort immer weiter vordringen. Um das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen, habe man nun diese Entscheidung getroffen. Aufgeben will die ukrainische Armee die ehemalige Industriestadt aber nicht. Man werde zurückkehren, so Syrsky. Für uns ist Steffen Schwarzkopf in Kharkiv im Osten der Ukraine. Ja, guten Morgen, Steffen. Was bedeutet denn der Rückzug aus Avdiivka für die ukrainische Armee? Also zunächst einmal muss man ganz genau darauf schauen, wie das formuliert wurde. Es ist nicht so, dass Avdiivka bereits verlassen wurde und die Truppen rausgekommen sind, sondern dass es den Befehl gibt. 1500 ungefähr Soldaten, nach unseren Informationen, sind noch dort und die Rückzugswege sind teilweise abgeschnitten und unter absoluter Feuerkontrolle der Russen. Wir haben Berichte von Soldaten selbst bekommen, dass dieser Rückzug absolut chaotisch abläuft, dass es Befehle von Kommandeuren gibt, die Verwundeten zurückzulassen und jeder müsse selbst schauen, dass er irgendwie rauskommt. Bei versuchten Evakuierungen wurden auch viele Soldaten getötet. Wir haben Berichte darüber erhalten, dass auch Soldaten in Gefangenschaft gekommen sind. Also es ist ein blutiger und ein verlustreicher Rückzug. Strategisch ist die Stadt Avdiivka nicht unbedingt von Bedeutung. Das heißt nicht, dass die Russen dadurch direkt weiter nach Westen marschieren könnten. Es ist aber symbolisch von großer Bedeutung. Es war sozusagen der militärische Prellbock, wenn man so will, seit 2014. 10 Jahre lang war diese Stadt umkämpft und die wurde jetzt von russischer Seite eingenommen, auch unter großen Verlusten. Bis zu 20.000 Soldaten hat man dort verloren, getötet oder verwundet. Aber es ist letztendlich eine Art Trophäe auch für Wladimir Putin, weil man dort seit so langer Zeit gekämpft hat und weil jetzt auch direkt vor den russischen Wahlen im März das natürlich dann auch ein Gewinn für den russischen Präsidenten ist. Das ist natürlich bitter für die Ukraine und auch das Sterben eben in diesem Krieg geht offenbar weiter. Gibt es für Kiews Truppen denn andernorts positivere Meldungen? Also wie ist die Lage an den anderen Frontabschnitten? Ich sehe keine positiven Meldungen und ich sehe momentan, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch keinen Grund für Optimismus auf Seiten der Ukraine. Wir sind hier in Kharkiv, also im hohen Nordosten sozusagen. Auch diese Stadt hier stark unter Feuer von russischer Seite. Immer wieder Luftalarm, die es hier gibt. Rund um die Stadt werden jetzt die sogenannten Drachenzähne auch aufgebaut, um den russischen Vormarsch auf die Stadt zu stoppen. Weiter östlich Kupjansk, die gleiche Situation. Auch dort die russischen Truppen in der Offensive. Und da, wo eigentlich die Ukraine vorwärts kommen wollte, im Bereich Saporischschja, ich gehe jetzt in den Südosten, beispielsweise im Bereich Cherson, dort gibt es gar keine Bewegung. Dort sind die Linien mehr oder minder eingefroren. Aber auch da, nach allem, was wir hören, gibt es kaum Offensivaktionen von Seiten der Ukraine. Ein Wort noch, wenn man den Bericht des Generalstabs an diesem Morgen liest, dann sieht man immer wieder Verteidigungsinformationen, Offensivinformationen sehen wir dort kaum. Vielen Dank, Steffen Schwarzkopf, für diese Infos. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.